Oder kommen zwei Mechs rein? Ich bin nicht ganz so toll. Okay, das sind mehr wie zwei Mechs im Halb. Ups, jetzt bin ich in eine Innen gestehen. Herzensgun. Ihr Herzinger. Verdammt. Und die gibt's natürlich in Herzensfarben. Die Liebe. Sie liegt in der Luft. Die Liebe liegt in der Luft. Ich meine, alle Profis hier unter den Zuschauern, ich bin reinster Profi-VS-Spieler. Also ich weiß genau, was ich machen muss. Ich weiß genau, wie ich Warnung spielen muss. Ich kenne alle Waffen in- und auswendig. Ja. Ich habe auch alle schon auf, wie heißt es, Auraxium. Vorhin kam da genau das richtige Lied für dich, Leier. Das ist genau das richtige Lied für dich. Wir stellten da einen Sandra hinterher. Rest in position. Stand doch fast. Hey, kidding me? Weiter. Geh doch AFK, du Hund, ey, damit ich abscheiß schießen kann. Ey. Boah. Oh, da kommt eine Darker-Darker-Mix. Darker-Darker. Okay, das hat niemand gesehen. Ich bin so ganz klar mit dem Spray von der eine scheiß Waffe. Hat niemand gesehen. Wann gibt's denn das erste Visier? Ich hab 30 dort. Es gibt nur jede, alle kosten 30. Ne, es gibt jetzt schon vierfach Visier auf. Ey, das stell ich mal, aber vierfach Visier stell ich mal bei Warnhubach echt übel vor. Weil du hast ja keinen Dings, keinen Drop. Ey, du hast 5! Es gibt hier ein Visier, das kostet 5. 5 verdammte Zerts. Echt? Wollt ihr mich verarschen? 5 Zerts! Ein Zweifachvisier und ein Einfachvisier. Meine kosten alle 30. Salz. Ich hab hier ein 5er. HPR Reflex 1x1 Visier. Und das VOH Reflex 1x2. Ja, aber das trotzdem ist ja scheißegal. Trotzdem ein Visier. Nein, nee, besser als Standard. Ich will ja eigentlich mit der Luftentarnung, mit dieser fucking Dingstarnung, mit der hier der Norbertermann. Die. Ach, das ist aber ein geiles Visier. Double Kill. Aber das ist ein geiles Visier, das finde ich. Ey, das 5 Zerts Visier muss ich da kaufen, das ist echt cool eigentlich. Bei der TR gibt's für spezielle Waffen 6x Visier. 6-fach Zoom. Sturmgewehr. Ja, stell ich. Da stell ich mal bei der Warnhuser Warhammer vor, weil die Warnhuser haben ja keinen Bullet Drop. Kannst du mit Sniper, ja, ey. Ey, das hat manche. Ich muss sagen, mit der Visier Waffe. Visier ist echt cool gemacht. Mit der Waffe komme ich eigentlich recht gut zurecht. Oh, oh. Kann das sehen, dass mir einfach das Biolab nicht in Geholt kriegen? Sichtkontakt zu leichter Angriffseinheit des Gegners. Guck mal, im Moment farmen wir nur. Scheiße, scheiße. Wir kriegen echt oh ne. Das zeigt mal wieder, dass das hier keine gute Warnus sind. Wenn es weitergeht, kriegen wir Hover abgeholt. Das Heiligtum, das Techblend. Die lassen einfach den Techblend verlieren. Das Heiligtum. Das ist das Heiligtum. Boah, ich wurde von hinten erstochen, ey. Erstochen von der Herzchen-Gun. Oh Gott. Bin gerade drauf und dran, Geld abzuheben. Der Herzchen-Gun. So, hier, ich glaube, ich muss cashen. Wie viel kostet echt die Scheiße? Ich glaube, ich kaufe mir für 100 Zerts nachher die Spoilerfigur für den Mac Rider. Weil 100 Seven Cash, Station Cash. Nicht Cash. Station Points. Ja. So nennt man sie auch. Alter, die ganzen sind eigentlich voll sacki, voll geil. Auf Warnu-Seite. Warum haben wir denn von Anfang an Warnu gespielt? Weiß ich nicht. Geh mehr Fun. Ist aber wie NC. NC hat auch weitaus mehr Fun gemacht. Vielleicht liegt es einfach am Server. Wer weiß. Weißt du, mal sehen, was hier rauskommt überhaupt.
Also bisher macht es jedenfalls nur so viel Spaß wie wie NCs, und NCs waren ja auch schon spaßig. Ich schätze mal, auch für viele wird hier NC Neuland sein vom Community Team. Ich schätze mal, dass die meisten einfach die meine Videos, die R-Videos gesehen haben. Du manchmal noch Wano. Manchmal noch Wano. Ja. Ich muss unbedingt die Farbe ändern. Aus irgendwelchen Gründen wird Gamier die TR absolut nur noch echt schlecht dargestellt. Die sind einfach schlecht. Ich das wegen. Scheiße. Die sind einfach schlecht. Daran gedacht, diese. Ich glaube, ich kaufe mir mal. Das weiß ich sowieso. Infanterieausrüstung. Das war die Panzer. Hast du eigentlich was bei der Liberator cached? Nischt. Gar nischt. Müsste Fladdy fragen. Ja, das. Gecached. Na danke. Nehme ich die da oder nehme ich die? Naja, die sind nicht. Und hätte ich gesagt, mach mal Liberator, Ecken, hörst du? So, Leute, jetzt seht ihr, wie man Sachen kauft. Nicht spielt? Shop. Wenn nicht spielt? Doch, wie man Sachen kauft. Und allein spielt. Durch meine Rüstung, jetzt bin ich schon besser wie ihr alle zusammen. Denn Cash ist gleich Skill. Das ist genau wie LOL. Sei ruhig, es gibt noch Leute, die meinen das echt. Ey, es gibt Leute in LOL, die sagen, wenn jemand einen Skin hat, wäre er stärker. Das verstehe ich immer noch nicht, also. Solche Leute, aber. Wie kann man das Sklave? Also das Nachladen von der Warnu-Pistole ist ja schnell. Ey, generell Warnu-Waffen sind echt, echt nice. Ja, die sprayen zwar weitaus mehr, das aber sie sind ansonsten richtig nice. Da hat gerade jemand dem Außenpunkt, beim Außenposten A eingenommen. Ah, wäre jetzt aber eigentlich jetzt zu faul zurückzugehen. Ich geh. Welcher Menschen, Duptani? Da, von wo ich komme. Rechts, ja, Botani. Rechts unten der. Ja, Botani. Okay, Google. Meine Herzchenswaffe. Ich verteile Liebe. Liebe liegt in der Luft. Sieht man. Könnten wir ja mal einen Schalldämpfer holen. Nee, Schalldämpfer ist scheiße. Alter, das ist eine blöde Idee. Botani ist wieder zurückgenommen. Schutzschildgenerator kritisch. Alter, warum habe ich da gerade eine Pumpe gekriegt? So abgeschossen, ey. Die Max kann da nochmal mit der Komet reinschießen. Ja, schieß mit der Komet rein. Das. Ja. Ich habe bisher noch gar keine Max gespielt. Das war das erste, was ich mit der NCs gemacht habe. Max gespielt. Ich war irgendwie von Anfang an geil auf die Maxes. Ey, das bei NC, das war ja auch nur so ein Fun-Team oder Fun-Game. Das ist jetzt ein ordentliches, richtiges Team, Community und so. Ey, das bei NC war geil. Weil ich schließlich Mump war jedes Mal auf Platz 1 bis 3. Und ja, gut. Conny. Aber Curry, das allergeilste überhaupt war ja sowieso, wo ich Wano gespielt habe, das erste Mal Wano. Ich bin mit einer 10er KD rausgegangen. Stufe 10, ich war Erster. Level 10er war Erster und die ganzen Level 100er TRler bei einem Turm auf Kobalt. Alle waren sie hinter mir, hinter den Level 10er. Ich hab mich so schlapp gelacht. Das gibt ja gar nicht. Was soll denn das? Seit wann schießen Wanus ab? Wir haben den ersten Team-Member. Wer denn? Karik? Wie schreibt man bitte? Schreibt man Chat, wo ist das Chatfenster? Oh ne, das war Nate. Wo ist ein Chatfenster, Dude? Dude? Sag mir mal bitte, wo ein Chatfenster ist. Autolauf? Nein, das wollte ich gar nicht. Ah, nicht Autolauf. Wir haben ein kleines, klitzekleines Problem. Ja. Mehr als 48 Stück am Botany-Flügel. Von NC. Lals. Von NC. NC? Ja. Die sind da gerade scheinbar eingefallen wie ihr Schwarmfliege oder Mücke. Karik VS ist jetzt offiziell ein Teil, Alter. Eines Elite-Teams. Ich hab Mengen mitgekriegt. Genau, Tariq VS ist ein Teil eines Elite-Teams.
Ich glaube, dass Planetside oder SOE jede Neuanmeldung hier drauf lässt. Serious, hier sind so viele Lowies. Alter, 50. Die NPCs sind hier auf dem Server, aber so. Ich bin aus dem Teleporter raus, kommen random drei Leute umgeholt und dann ist gestorben. Ja, da sag ich doch einfach mal willkommen, willkommen, Kareek. Du hörst mich, ja, du bist ja nicht ein TS, aber du hörst mich im Stream. Seht ihr, Leute? Nein, noch so gut. Jemand hat unseren Stream also geschaut. Teamchat. Was ist mit der Teamchat? Gut. Teamchat. Gut, gut. Slash Team. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Nee. Auf das Teampass. Geht das hier irgendwo? Ah. Oh, das Team. Ah, Teamtrail. Hahaha, well played. Hahaha. Ich hab nämlich tot. Ja, ja. Ja, ja. Ein ja. Weiterer Wanu. Und noch zur Info, ich hab's in die Info-Videobeschreibung gestellt. Ist egal, ob ihr männlich, ob ihr weiblich oder ob ihr Conchita Wurst seid. Oder wie alt ihr seid. Also es ist egal, wie alt ihr seid. Es ist egal, ob ihr. Wie viel Zeit ihr habt. Hauptsache. Es ist ein Fun-Team! Es ist ein stinknormal. Es ist ein 100% Fun-Team. Es sind keine Verpflichtungen. Außer, heil ich den Korn. Wir part of the TV Army. Wir werden keine Homepage machen, wo man sich anmelden muss. Wir reden nur über Teamspeak, was 100% kostenlos ist. Wir bezahlen beziehungsweise der Käse bezahlt den Teamspeak Server. Das heißt, auf euch kommen null Kosten. Teamtarnung ist keine Pflicht, Cash ist keine Pflicht mit Planetside. Es ist einfach wie beim YouTube-Channel, es ist eine reine Fansache und so müsst ihr das sehen. Das Spiel ist ein Spiel, um Spaß zu haben. Und nicht um irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Ja. So hab ich das noch nie in Spiele so gesehen, dass Spiele da sind, um Verpflichtungen zu haben, sondern Spiele sind da, um die Zeitvertreib zu haben. Und der Zeitvertreib ist meiner Meinung nach nur gegeben, wenn man seinen Spaß im Team hat. Hey, was laberst du denn für einen Müll? Alter, bist du irre? Nö, aber ich hab grad einfach Anus hintereinander drei NCs umgebracht, ohne dass es gemerkt hat. Oh, nur mal so zur Info. Alter. Jeder, der in meinem Team ist, der hat Verpflichtungen. Ist ganz klar. Halt! Mann! Da hat jemand mir gerade meinen hammergeilen Ambrus-Kill geklaut. Ich muss noch ein paar, ich muss glaube ich in Blendzeit noch ein bisschen Geld aufladen. Ich brauche noch ein Stimmenpaket, das muss ich auch noch holen. Gibt's ein Frau-Stimmenpaket? Ein Asiaten-Paket? Ja, wenn du Frau hast, dann ja. Wenn du Frau hast, ja. Na, hab ich eine Frau. Ich hab Japsi. Ja. Hat die dann Japsi, schwätzt die auch dann Japanisch? Kann man eigentlich das Spiel auf Japanisch umstellen? Das ist jetzt die größte Frage ever. Ich hab mir das Spiel direkt auf Japanisch. Boah, die NCs sind ja echt... aus. Die NCs sind die richtig bei ever. Meiner Meinung nach. Ich habe mir gerade mein KD auf, ich war die ganze Zeit 0,7er KD. Ich bin jetzt schon noch bei einer Enser KD und bin jetzt bei einer Killstreak von 10 oder so. Willst du dich von diesem Abschaum besiegen lassen? Also was? Ich glaube, in dieser Fraktion brauche ich gar nicht schreien. Ich glaube, der Fraktionssprecher, der ist so aggro. Der übernimmt das schon für mich. Wo? Der Fraktionssprecher, ja. Achso. Wir verlieren. Wir verlieren die Basis. Schon gut. Darf ich noch vorher Tour Reap? Ja, ich habe mir noch einmal Mumpen holen können. Außer ohne Damage zu holen. Ich will noch MacRider! Gott, sind da viele. Nein, ich wollte auch MacRider ziehen. Der Feind hat die Einrichtung übernommen. Oh, das war ein VS. So, was? Ich hol mir dann noch gerade einen Helm. Wie viel kostet der? Ja. So Leute, wie funktioniert das Anfordern? Ich glaube, wenn ich das tue, dann fordere ich doch die 500 Station Cash an, oder? Ey, Dude! Crossroads! Ich habe nicht... Dude! Crossroads! Ich habe... Ja. Ich bin mir nicht 100% sicher, wie das funktioniert. Ich habe es vorher noch nicht gemacht. Ich werde es jetzt einfach gleich im Let's Play machen. Damit jeder sieht, wie es nicht funktioniert.
welche Vorteile man nicht als als Orlex. Ne, aber habe ich das jetzt eigentlich richtig verstanden mit diesem Mitgliedschaft? Ist dieser Orlexes eine automatische Mitgliedschaft in alle ihrer Spiele? Ich glaube nicht. Wenn das ja stimmen würde, wäre das zum Beispiel für mich eine ganz gute Sache. Nee, dann also ich habe das auf jeden Fall auch, weil bei mir, wenn du auf Mitgliedschaft gehst, steht All Access und das habe ich ja genau. Ja, was bedeutet dieses All Access? Was meine ich ja damit?